Frag mich, wo die letzte Weinflasche ist. Irgendwo hier auf dem Platz. In die Eier geschossen. Ohne Ostern. Noch sind noch welche, 160 Meter. Ah. Ach, das sind die Gegner, die einem angezeigt werden. Ja, die, was man erledigen muss. Ich weiß zwar nicht, wie man auf einmal die Schaufel. Oben am Kirchturm. Hast du ihn? Nein. Ah, jetzt. Wow. Das war's? Ja, was ist jetzt die Mission? Das war die Mission. Eiskalt. 3 von 10 Goldbarren, wir sind schlecht geworden. Du bist schlecht geworden. Ach so. Ich hab nichts gemacht. Nein. Doch, ich hab 3 Weinflaschen abgeschossen. Und ich habe eine. Und 3 Goldbarren. Oh. Damit habe ich einen mehr wie du. Außerhalb Berlins bereiteten sich Wolf und seine Russen vor, London auszulöschen. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo der Startplatz war. Ich wusste, wo Wolfs Büro war. Im Herzen der Stadt. Und wenn ich dort nicht finden konnte, was ich brauchte, würde ich die Antworten vielleicht in einem Regierungsministerium in der Nähe finden. Die Schlacht von Berlin war jetzt auf dem Höhepunkt. Auf jeder Straße wurde gekämpft. Scharfschützen auf jedem Dach. Panzer auf allen Brücken und Plätzen. Die Deutschen verbrannten ihre Dokumente, damit sie nicht in russische Hände fielen. Ich musste mich beeilen. So langsam wird's ja interessant, ne? Story macht einfach so wenig Sinn, ey. Da ist sogar Call of Duty besser. Und zwar CO Dogs. CO. Ah, oh nein, nicht CO Dogs. Was machen wir jetzt? Ich suche nach Gegnern. So. Fernglas, ein Scharfschützengewehr fürs Suchen von Gegnern hast. Nee, ich muss das Fernglas. Doch sicher irgendwo eine Weinflasche rum. Da suche ich parallel auch nach. Ja, nee, das ist schon zu einladend. Weißt du nicht? Vor allem da, wo Kreuzberg draufsteht. Da wird bestimmt was sein. Hä? Nö, ne, scheint aber nicht. Oder hier auf dem Boot? Also zur Kirche ist nix, sowas da. Nö, ich sehe von hier aus nix. Nö, ich weiß jetzt. Einfach zu verlocken. Oder hinten sind Deutsche. Scharfschütze. Double Kill. Russen sind da auch. Ich höre schon, die kämpfen gegeneinander. Und ein Panzer. Soll ich witzig sein? Ich hole keinen Zwang an. Ah, ich dachte. Ah, schon wieder so einer. Ich hoffe, wir fallen, dass in der ganzen Stadt nur Tiger und solche rumfahren. Ja. Es gab halt keinen anderen. Die anderen sind aus. Du kannst die Deutschen töten, ich töte lieber Russen. Was war das da oben? Wo? Da ist gerade was explodiert im Haus. Och, das war nicht ich. Das war nicht ich. Ausnahmsweise. Hä? Ach da! Oh, was du so rumjaulst. Kannst du nicht schaffen, es dann immer ein bisschen später spawnen? Ich bin wahrscheinlich nur irgendwo in Dead Kong. Hast du dann bald? Na klar! Na klar! Wie viele Weinflaschen gab's hier? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh, ich auch nicht. Oh, Noob. Wahrscheinlich keiner an Besuchen vergeben. Oder nur eine. Ganz am Ende des Levels in der rechten Ecke. Hm. Nicht so wie in der Kirche am Dachbalken, wo man nicht hinschaut. Ja, wo dann der Endcutscene noch hingezeigt wird. Oben ist übrigens zwei Russen. Das muss ich übersehen. Hm, wo? Vorne ist ein Deutscher. Zwei.
Sind wir jetzt eiskalt mitten zwischen die Front gelaufen? Ja. Ich kann mich übrigens nicht aus der Deckung ausbewegen. Ich auch nicht. Ich verblute jetzt. Ich auch gleich. Hacker! Hacker! Cheater! Sind eigentlich alle auf uns? Mann, warum muss ich auch jetzt da hinlegen? Wo kommen die eigentlich alle her? Oh, vier gibt's übrigens. Ah, gut zu wissen. Wir haben Neues und deswegen uns tot hingestellt, damit wir wissen können, wie viele Weinflaschen es gibt. Ja, das war unser heimlicher Plan. Wir haben uns gerade eben heimlich abgesprochen über Telepathie und so. Genau. Immer ein Stück nach vorne. Ich hätte die kommt. Ja, kommt erst. Werd erst getriggert. Tatsache, die Scharfschützen werden auch erst getriggert. Ja. Game Design vom Feinsten. Ach, der Panzer schon wieder. Ja, natürlich der Panzer. Immer wieder der Panzer. Ja, nicht, dass er irgendwann sich denkt, ich leg einen Rückwärtsgang ein und zerfahre euch zu Tode. Ja, mir sind die Deutschen ausgegangen. Oder rennt noch einer. Ich mach die Russen weg. Ja, auf so dämlich rumzulaufen. Jetzt. Boah. Jetzt gehen wir runter und dann werden die anderen getriggert. Hm, das ist nicht, da sind sie schon. Ja, da ist ein Flammschlüssel. Wow. Eierschuss. Ich muss mir den vielfach so noch ein bisschen zielen lernen. Ja, weil da muss man nämlich viel höher zielen. Da ist noch einer. Hab ihn erwischt. Oh, okay. Dann laufen wir nicht zwischen die Fronten. Nee. Ich bin übrigens auch zwischen die Fronten gelaufen, weil ich dachte, dass da Gold ist. Ja, das dachte ich auch. Und dass die Gegner nicht so... nicht direkt wiederkommen. Ja. Gehen wir hier in Deckung. Rap. Aha, aha. Jetzt sind sie getriggert. Warum schießt die auf uns, nicht auf die Deutschen? Weil wir Amerikaner sind. Was sagt denn das? Niemand mag die Amerikaner. Ohne die Russen sind zu blöd, ihre Truppe nicht abzuschießen. Ein Fuck Logic auf höchstem Niveau. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft, nachdem alle tot sind? Ja. Da lebt immer noch einer. Genau den. Oh, eine Gasse mit nichts. Nein, die Binder sind wieder da. Binder? Genau die Binder. Oh nein, nicht die Binder. Hö, was ist das denn? Deswegen sind wir so schnell gestorben, weil ein Typ am MG war. Ja, das habe ich schon gewusst. Weg. Wo kamen die Russen eigentlich her? Aus dem Zollhäuschen. Ach so. Das waren in Wirklichkeit Clowns vor dem Krieg. Ah. Die können sich gut reinzwängen in sowas. Gut, das ergibt fast schon Sinn. Da komme ich nicht rein. Ich will gar nicht wissen, wie viele in dem IS drin waren. Zwei. Hinter uns noch was? Und links von uns. Ach, da kommen noch mehr Deutsche. Hinter uns kommen übrigens auch noch ein paar Russen. Ich weiß. Und ich weiß, wirklich. Ich mach Deutsche, ich mach Russen. Du machst Russen? Wenn es sein muss. Schieß zwar lieber auf Deutsche, einfach aus Prinzip, aber egal. Bitte? Und das bei einer Weltmeisterschaft? Dass mich die Weltmeisterschaft einen Scheißdreck kümmert. Nur weil Österreich nicht mitspielt. Selbst dann wird's mich nicht interessieren. Oh. Scheiß Faschist. Was hat das jetzt damit zu tun? Du bist ein Fußballfaschist. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Nein. Ah. Hast du? Aber also doch Gold. Ja. Hast schon richtig gelegen mit deinem Riecher. Mhm. Aber nicht zufälligerweise Jude oder so. Wenn du schon das Gold riechst, wo es ist. Ah.
Ach schade, ich dachte, um die Ecke geht's auch weiter. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du gestorben wärst. Aus dem Surprise Deutsche. Surprise Bot 6? Nee, Surprise Deutsche. Weil zum Preis von einem. Da geht's aber oh, rein. Ja, such du das mal ab, ich mach die Deutschen hier platt. Das hat sogar gereimt. Und das unbewusst. Rappe gerne. Der nächste Money Boy. Ey! Das ist wirklich toll zu. Hab ich schon gefunden. Oh. Wirklich? Ja. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Nö, mich interessiert das nicht. Ich merke das schon. Potato. Ah, du Unmensch. Hä? Ich habe ihm das Leben ein bisschen erleichtert. Nein, hast du nicht, er ist jetzt tot. Ja, ich habe ihm das Leben erleichtert. Aus jemand hätte man von der Seite kommen können. Tja. Hätte man auch Gold holen können. Als dafür obvious war das versteckt. Sehr obvious. Gold ist allgemein obvious versteckt. Nur die Weinflaschen nicht. Wo kommt das eigentlich her, das Gold? Frage. Wer hat das verstreut? Läuft das so ein Goblin aus Diablo rum? Oder? Also ich vermute mal, ein U52 sollte das Gold, das ganze Judengold hier bei Herrn Aha abgeben. Wurde auch von Russen abgeschossen und deswegen ist hier überall verstreut rum. Nee, macht keinen Sinn. Doch, macht Sinn. Wetten, hier liegt er was rum? Hä? Hä? Was ist das? Oh nein, dein Partner hat das Spiel verlassen. Ach, wie jetzt? Och Mann! Du bist scheiße. Oh, es geht weiter, ne? Du bist trotzdem scheiße. Welche Mission war das jetzt? Genau. Das da, ja. Gut. Ich beende kurz die Aufnahme. Ja. Hier ist mal aufs Neue, kann das sein? Ja. Oh, süßer Honig. Du siehst ja nicht mal hin! Ja. Oh nein. Okay, wer zu obvious ist. Schon wieder. Nee, nicht wirklich. Wow, okay, doch. Sag niemals nie. Wollen wir die leise machen? Ich weiß nicht, wo ihr noch geht. Ach so, okay. Das war während des Geräuschpegels. Deswegen habe ich gewartet. Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Und der andere kriegt das jetzt nicht mit. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Doch, hat's mitbekommen. Er hat gemerkt, dass ich nicht mehr mit ihm redet. Ignoriere mich nicht, du Bastard. So, und ich heiße nicht, tu hier gar nichts, ne? Du spottest dich nur nicht, knallte ab. Ja, so funktioniert ein Scharfschützen-Team. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor, weil ich gerade keinen mehr sehe. Spotte mal lieber eine Weinflasche, wie wär's? You failed. Okay. Ich geh mal in die Mitte. Weinflaschen, das gibt's ja nicht. Ach, suchst du auch gerade danach? Ja, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich vermute sie ja irgendwo auf solchen Plakaten, vor allem da, wo so eine Weinflasche drauf ist, ne? Aber irgendwie, hey. Nö. Kurz Moment dachte ich mir, ich habe eine gesehen. Oh. Das hinten hat wirklich so ausgesehen wie eine.
Hier geht's runter. Acht. Ah. War knapp. Hat aber hingehauen. Ich geh mal kurz runter, ne? Ja, ja. Ich hol den da außen noch rum. Ha! Gold? Ja. Und Munition. Schon fast 50 Gold. 44. Na, ich hab noch ein bisschen mehr gefunden. Hier Top. Geht's auch runter. Ne? Ey, wie krank einfach nur? Also mir gerade direkt auch Gold, ja. Ernsthaft? Ja, so simpel. Wow, wow. War jetzt noch Graphics. Mehr. Bist du? Ich bin hier, wieso? Ich habe mich noch ein bisschen umgesehen, bleib locker. Ja, du bist auf einmal von meiner Map verschwunden. Achso, echt? Ja, auf einmal warst du weg. Cool. Paraschaft ist die Geistkrieger. Lass mich kurz hier gucken, was hier ist. Das sieht nämlich so auffällig aus. Frage mich, wie viele Weinflaschen wir schon übersehen haben. Bestimmt schon drei. Mindestens vier. Nee, die vierte kommt noch, habe ich das Gefühl. Wollen wir reingehen oder suchst du noch? Ich kann auch nirgendwo eine finden, das ist das Problem. Ja, da sind Dächer nach und so weiter, aber. Boah, die ist ja gemein. Ja. Dachte mir gerade, das ist irgendwie. Das wäre irgendwie wieder so typisch, wenn da oben eine stehen würde. Und ja, da war tatsächlich eine. Was wäre denn auf den Zeppelin eine wäre? Nee. Nee. Das wäre leicht krank, oder? Das wär zu tricky. Hier in der Ecke vielleicht? Nee, von hier kamen wir hoch. Nö. Kirchturm ist auch keiner oben. Hä? Hä? Da oben war noch ein Typ gewesen. Okay. Why not? Voll ignoriert den Typen, der checkt ja nichts, wir ihn nicht. Wahrscheinlich so. Ach, ich kann hier hochklettern? Oh. Ja, ich geh mal da lang, vielleicht kann ich da auch rauf. Ich geh doch nach Haus. Ja, hier kann man auch hoch. Ja, dann guck mal in dem Gebäude nach, ich guck hier mal nach. Bestimmt haben wir von hier auch ein bisschen mehr Aussicht für die nächste Weinflasche. Falls hier noch eine ist. Bestimmt. Weiter hoch? Nee, weiter hoch kann ich nicht. Ich kann hier nur rein. Das Rein-Raus-Spiel? Ja, genau das. Ich habe eine F1-Granate erhalten. Wow. Aber immerhin, eine haben wir ja gefunden von vier. Jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich nach Hause gehen. Ihr bist zu Hause. Nein, ich bin im Puff, haben wir ja gesagt. Das war aber offscreen, jetzt hast du es onscreen gesagt. Wurscht, das kannst du rauszensieren. Vergesse ich aber wieder. Zensier das halt nicht raus. Wie wär's damit? Das wird sie alle ruhig stimmen. Da hinten bist du? Ja, hier oben bin ich. Okay. Von dir aus hätte ich auch die Weinflasche bestimmt gesehen, die du erschossen hast. Sehr wahrscheinlich, ja.